Wochers Bildschirmkontrolle. Besser als letzte Woche. Ja, besser. Wir steigern uns. Ja. Ihr könnt auch mitdiskutieren unter dem Hashtag Pocher. Das ist natürlich selbstverständlich. Okay. Wir wollen alle eure Meinung hier hören und wir nehmen sie ernst. Und einige haben sich ja gemeldet auch und haben darauf hingewiesen, dass das Thema Sexismus ja jetzt ein ganz großes ist. Gerade gegenüber Frauen. Das war ein riesen Thema in den letzten Wochen. Auch im Fernsehen. Auch im Fernsehen, überall, ja. Auch im Netz. Wir sind schon fast bei Hashtag MeThree. Es war nicht nur MeToo, es ist jetzt schon MeThree mittlerweile. Ja, es ist ein großes Thema, es ist auch ein wichtiges Thema. Das muss man schon mal sagen. Ne? Also das ist ja, es gibt aber auch jetzt eine junge Dame. Ich glaube, das ist die, wie heißt sie? Die Jackie von Germany's Next Topmodel. Jackie, genau. Aber ich wollte dich mal ganz kurz fragen, hast du jetzt unter der Woche Penisbilder bekommen? Oder? Nee, die Woche noch nicht. Warum nicht? Ich muss an der Stelle einfach mal sagen, ich habe sowas noch nie in meinem Leben zugeschickt bekommen. Also ungefragt. Sehr gut. Der musste sein. Ja. Aber nein, mir ist das witzigerweise noch nie passiert. Und aktuell, ich so genau gucke ich meine Nachrichten jetzt nicht an. Aber ich denke mal, dass es jetzt auch nicht der Fall sein wird. Ja, keine Ahnung, woran das liegt, das kann man ja... Ich weiß nicht. Aber wir wissen natürlich, wie wir Männer uns verhalten. Immer anständig, immer drauf gucken. Ja, machen natürlich nicht alle. Ne? Ja, das ist sicher. Es gibt immer schwarze Schafe. Aber die Sexismusdebatte ist wichtig.